Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diese Anhänger hinter mir schnell und einfach aneinander ankoppeln kann. Dazu nutzen wir einen kleinen Trick. Wir verwenden den ersten Spawnpunkt des Fahrzeugshops, das heißt den Punkt, an dem die erste gekaufte Maschine erscheint. Dort steht gerade der Fendt 1050. An dem wollen wir die Anhänger ankoppeln und deshalb fahren wir den Fendt jetzt erstmal von der Position weg. Und zwar genau so weit, dass dieser Punkt komplett frei ist. Im Anschluss verwenden wir für die Anhänger ganz einfach die automatische Rücksetzfunktion, denn alle zurückgesetzten Fahrzeuge erscheinen wieder am Shop bzw. an dem entsprechenden Spawnpunkt. Und genau vor diesem Punkt steht jetzt unser Fendt. Wir müssen eigentlich einfach nur zurückfahren und können direkt ankuppeln. Hier ist noch ein kleiner Versatz, den habe ich noch korrigiert. Das wäre aber auch so gegangen. Ich habe es jetzt gemacht, ist etwas schöner. Und dann einfach so weit zurückfahren, dass man den Wagen ankuppeln kann. Den Punkt findet man natürlich leichter, wenn man das hat einblendet. Und schon klappt's. Und jetzt fahren wir wieder genau so weit nach vorne, dass der Trigger am ersten Rücksetzpunkt, also am ersten Spawnpunkt, wieder frei ist und setzen einfach den nächsten Anhänger zurück. Welchen wir dabei verwenden, ist eigentlich egal. Und dann wieder so weit zurückfahren. Und das ist jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Weg zurück, so dass wir den Anhänger ankoppeln können. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis alle Anhänger aneinander hängen. Jetzt habe ich mal den zweiten Anhänger bzw. den Anhänger an der zweiten Position genommen und jetzt entsteht doch zwischen unserer jetzt schon kleinen Wagenkette und den anderen Anhänger ein relativ großer Abstand und dadurch fällt es mir jetzt natürlich schwer beim Vorwärtsfahren den Punkt gut zu erkennen, ob der Triggerpunkt schon frei ist oder noch nicht. Und das ist mir jetzt nicht gelungen, deshalb setzt es den Wagen nur an die zweite Position vor. Wenn wir an der zweiten Position den Wagen bis zum Schluss stehen lassen, dann geht das Ganze natürlich viel einfacher. So wie jetzt habe ich einen durch den zweiten Wagen einen guten Orientierungspunkt. Und kann genau so weit nach vorne fahren, dass der Punkt frei ist. Das könnte jetzt etwas knapp gewesen sein. Es hat nicht gereicht. Noch mal etwas vorfahren und dann klappt es auch. Und wie ihr seht, selbst wenn man über eine Kurve wegfährt, kann man diesen halben Meter, den man zurücksetzen muss, um den Wagen anzuhängen, problemlos fahren. Dadurch verdreht sich die Kette in sich noch nicht so sehr, dass das Rückwärtsfahren nicht mehr möglich ist. Deshalb auch nicht zu weit über den Punkt herausfahren. Dann klappt das alles hier hervorragend. Wir sind jetzt schon beim siebten Wagen und ich bin mir sicher, dass die restlichen drei Wagen auch kein Problem darstellen werden mit dieser Methode. Wenn euch diese Methode gefällt, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch und wenn ihr weiterhin keine Tipps und Tricks mehr verpassen wollt, dann dürft ihr natürlich auch das Abo nicht vergessen. So, zwei Wagen sind jetzt noch geblieben. Ich weiß ja nicht, was ihr mit so einer Wagenkette vorhabt. Wenn ihr aber tatsächlich mal 10 von diesen großen Anhängern
beladen ziehen möchtet, dann empfehle ich euch wirklich eine richtig, richtig starke Zugmaschine zu nehmen, denn das ist wirklich ordentlich viel Gewicht. Wenn ihr da nicht mit echt viel Power unterwegs seid, dann werdet ihr euch sehr schwer tun, gerade dann, wenn es mal eine Steigung hochgeht. Und ihr wollt doch nicht mitten im Berg anfangen abzukuppeln und die Wagen auf zwei- oder dreimal den Berg hochziehen müssen. Also, wenn ihr sowas macht, wirklich einen richtig starken Traktor. Jetzt geht's schon los mit einer kleinen Fahrprobe. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich mal 10 dieser Anhänger aneinander koppeln wollt und damit echt arbeiten wollt. Es mag ja in amerikanischen Ländern üblich sein, dass man mit etwas mehr als den in Deutschland oder Europa zulässigen 2 Anhängern fährt. Soll dort ab und zu mal vorkommen? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viel Anhänger ihr für euer Spiel aneinander koppeln würdet. Ich freue mich, wenn ich euch heute wirklich weiterhelfen konnte und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss bis zum nächsten Video.